Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute in dem Video möchte ich euch mal zeigen, wie man einen Belastungstest am besten an der Autobatterie durchführen kann. Ihr solltet den Belastungstest auf jeden Fall machen, bevor es in den Winter geht, denn dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass eure Batterie noch ausreichend belastet werden kann, sodass ihr nicht irgendwo unterwegs auf einmal auf dem Parkplatz steht, ja, und ihr dreht den Zündschlüssel oder drückt den Startknopf und das Fahrzeug springt nicht mehr an. Deshalb würde ich euch empfehlen, das auf jeden Fall zu machen, auch wenn man ein neueres Fahrzeug hat, 2-3 Jahre, auch da kann manchmal schon eine Batterie verschlissen sein. Das hängt einfach mit den Faktoren zusammen, dass wir heute sehr viel mehr elektrischen Verbrauch haben. Wenn man vielleicht auch Kurzstrecke fährt, wird das Fahrzeug oder die Batterie auch sehr viel mehr belastet. Und viele Fahrzeuge haben auch eine Start-Stopp-Automatik. Das heißt, Fahrzeug geht aus an der Ampel und geht dann, wenn wir wieder losfahren wollen, an. Auch das belastet natürlich zusätzlich die Batterien. Aus dem Grund sollte man die auf jeden Fall vor dem Winter testen. Ich habe mir dazu hier so einen Batterietester gekauft. Das Video hier ist keine Produktplatzierung, auch keine Werbung. Ich habe das von meinem eigenen Geld bezahlt. Den Batterietester kann ich euch unten in meiner Videobeschreibung verlinken. Und damit habe ich bei mir schon mal mein Fahrzeug komplett überprüft. Das heißt, auch den Ladezustand der Batterie, die Lichtmaschine, ob die noch ausreichend lädt und auch einen Belastungstest. Wenn ihr das alles sehen wollt, dann schaut euch gern mal das Video hier oben an, da verlinke ich es euch. Und hier in dem Video machen wir nochmal den Belastungstest für euch. Der ist ganz wichtig, denn da könnt ihr gucken, ob man die Batterie noch ausreichend belasten kann und ob man dann auch noch gut durch den Winter durchkommt. Um jetzt die Batterie zu testen, müssen wir unserem Testgerät hier einmal anschließen. Dazu nehme ich einmal hier die Schutzkappe vom Pluspol und klemme jetzt das rote Kabel von meinem Testgerät an den Batterie-Pluspol und das schwarze Kabel an den Minuspol, an die sogenannte Masse. Und dann kann ich das einmal ablesen. Und schaut mal, durch das ganze Rumspielen jetzt, weil ich schon ein Video mit dem Gerät gedreht habe, ist meine Batterie nur noch auf einen Ladezustand von 75% circa. Sie ist jetzt von hier gerade dort runter gesprungen. Und jetzt können wir aber einen Belastungstest durchführen. Jetzt geht sie sogar noch runter. Der Ladezustand ist also nicht okay. Bedeutet für mich, ich muss die Batterie auf jeden Fall mal nachladen. Dieses viele Spielereien ist jetzt natürlich zu Lasten der Batterie gegangen. Das ist dem Videodreh geschuldet. Aber jetzt machen wir erstmal den Belastungstest und schauen mal, ob die Batterie überhaupt noch stärkere Belastungen ab kann. Ja, um jetzt den Belastungstest an der Batterie durchzuführen, schalten wir einmal die Zündung ein, machen dann sämtliche elektrische Verbraucher an. Das heißt, schaltet mal das Licht an, macht das Fernlicht auch noch ein und vor allem Sitzheizung, Heckscheibenheizung, das sind alles Verbraucher, die ordentlich was kosten. Auch ruhig das Gebläse einschalten. Und wenn wir das gemacht haben, dann können wir wieder aussteigen und können dann in dem Fall jetzt 2 bis 3 Minuten abwarten und schauen, wie dann die Belastungsanzeige an unserem Batterietester noch ist. Dass jetzt hier die Ladezustandanzeige ausgeht am Batterietester, ist völlig normal. Auch die Lichtmaschine wird jetzt nicht getestet, weil der Motor nicht läuft. Hier geht es jetzt wirklich rein um den Belastungstest und ich habe jetzt 3 Minuten abgewartet. Und ihr könnt sehen, trotz dessen, dass die Batterie nicht mehr vollgeladen ist, können wir sie aber noch belasten und zwar mit sämtlichen Verbrauchern, die ich jetzt eingeschaltet habe. Das heißt, die Batterie ist noch in Ordnung. Sie kann stärkere Belastung ab, aber wie wir gerade eben gesehen haben im vorherigen Videoabschnitt, sollte sie natürlich ein bisschen nachgeladen werden. Aber das ist jetzt natürlich, wie ich schon gesagt habe, dem Dreh vom Video geschuldet, weil ich hier schon sehr viel rumprobiert habe. So, wenn wir die Batterie getestet haben, dann bauen wir alles wieder zusammen. Vergesst also nicht, die Kappen drauf zu machen, lasst nichts im Motorraum liegen, ganz wichtig, damit kein Schaden am Fahrzeug entsteht. Und dann haben wir die Batterie fertig getestet und so kann man den Belastungstest machen. Und wenn das soweit wie bei mir aussieht, dann könnt ihr euch sicher sein, dass er noch gut durch den Winter kommt und dass da auch nichts passieren kann. Denn im Winter ist natürlich die Belastung für die Batterie höher. Wir haben auch mehr Verbraucher an. Häufig macht man dann nämlich die heizbare Heckscheibe an oder man macht auch die Sitzheizung an. Das Gebläse wird auch etwas höher gestellt und dementsprechend verbrauchen wir natürlich auch mehr Strom im Auto. Und deshalb sollte man auf jeden Fall die Batterie auch testen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin.